Hallo Leute, ich wusste euch mal wieder hier mitnehmen und einen unserer lustigsten Busse im ganzen Fuhrpark von der Großstadt Frankfurt mal zeigen. Einen kleinen Sprinter, der quasi bekannt ist ja für diese Mini-Touren, also dieser Mini-Bus, den man mit einem D1-Führerschein fahren kann. Und ich wollte euch mal kurz mitnehmen, da es ja wirklich nur ein kleiner Bus ist, gibt es auch nicht viel zu zeigen. Hier ist halt eben dieser kleine Mehrzweckbereich, ich muss mal ein bisschen Weitwinkel reinmachen hier, dieser bodentiefe Sitz. Mit einer Mini-Armlehne, die den Stabknopf, die zum Stabbus dazugehören, der schlimmsten Sitzreihe mit einem mit dem Radkasten, ne, da so sitzen ist ziemlich blöd. Dann aber halt der größten Sitzreihe hier hinten. Die Türen hier könnten funktionieren, aber macht ja keinen Sinn, da man hier keinen Kofferraum hat in dem Sinne. Ja, und so sieht dann übrigens aus der Fahrgastperspektive aus. Natürlich darf ein Mehrzweckabteil eben nicht fehlen. Mit zwei Klappsitzen und Kinderwagen oder Rollstuhl, deswegen auch die Rollstuhlklappe. Theoretisch gesehen könnte man hier halt auch Fahrkarten verkaufen, aber bei der Buslinie haben alle ihr Ticket vorne jetzt für 49 Euro Zeit. Ja. Ich finde es irgendwie putzig, also man kann hier mitfahren zum Lorberg auf der Linie 83 von Friedberger Warte. Dafür trifft man das Ding an, natürlich volle Ausstattung. Die Tür, kann man die hier mal zumachen? Moment, wo ich dran komme? Nö, zu weit weg. Aber ich sehe auch gerade, die haben noch die Scheibe rausgemacht, wenn man hier den Sitzbecher einstellen kann. Sehr nobel, nobel. Ja, ich zeige ihn auch gleich nochmal von vorne. Da muss ich aber für einen Clip machen, weil ich erstmal auf die Straße muss, um einsteigen. Deswegen immer so lange eine Rundfilmung von außen. Ja, typischer Sprinter halt, mit Matrixanteil noch dazu gebaut. Ja, was will man dazu halt mehr sehen? Aber fahren tut das Ding auf jeden Fall mehr wie ein Auto als ein Bus. Nachher habe ich wieder nochmal einen Niederflurbus. Mal gucken, wie es dann nochmal echt zum Unterschied. Bin mal gespannt. Und deswegen tue ich jetzt erstmal hier abschalten. Die Tür filme ich euch dann von innen, wenn die zugeht. Weil ich komme schon tatsächlich dran. Bis dann. Cooler Clip jetzt. So, das hier ist dann jetzt übrigens der Innenraum nochmal. Also an sich sieht das aus wie ein normaler Sprinter. Auffallen ist aber hier die Konstruktion. Erstlich fehlt das Informationsdisplay, stattdessen ragt hier das ITCS raus. Und oben drüber gibt es quasi noch einen Anbau mit diversen Knöpfen, die man halt im Stadtbus so kennt. Fängt hier an mit einer nachgerüsteten Haltebremse, dem Türöffner, Menü durchhalten, warum auch immer, die Funktastatur für den Funk halt, noch ein bisschen Fahrgastklima. Die Informationsanzeige für die Tür- und Rollstuhlrampe und halt den Stoppwunsch und dem Fahrgastlicht, ja. Und ansonsten hier im unteren Abteil, ich halt trotz, wenn man zu filmen will, man denken, ich bin ganz normaler Sprinter, wie man halt so kennt. Hier ist dann der Zählertisch und der Drucker. Da hinten ist halt ein riesen Hohlraum mit nix. Hier fehlt auch die Tür. Ich habe auch einen anderen Sprinter gesehen, da existiert die Tür tatsächlich noch. Hier ist quasi mehr Tür, mehr Fahrertür als damalige alte Beifahrertür. Witzig ist natürlich standardmäßige Ausstattung. Der rechte Fensterheber ist quasi eingebaut, der aber halt eben nicht vorhanden ist. Ansonsten, weil ich, wer alle schon Sprinter kennt, ist eigentlich relativ normal. Hier noch der Innenraumdisplay. Der Fahrtenschreiber darf hier natürlich nicht fehlen. Und da ist dann hier der Blick quasi nach hinten, also direkter Kontakt zum Fahrgastraum. Ich habe noch nie wirklich irgendwie mit Leuten Tschüss gesagt, weil die quasi dann da an meiner Schulter ein- und ausgestiegen sind, also direkter Augenkontakt. Jetzt zeige ich auch noch, wie die Tür zugeht. Ist irgendwie für einen Setbusbereich hier ungewöhnlich, dass es eine Außenschwenktür ist. Braucht auch echt lange zum Aufgehen. Ich denke an, dadurch muss ich noch mal Schulter mal drücken. Echt. Ja, gewöhnungsbedürftig, würde ich mal so sagen. Ansonsten, ne, alles eigentlich aus dem Sprinter halt nur umgebaut, ja. Ich meine, nicht jeder Midi-Bus sieht auch gleich aus, ja. Ich würde mal sagen, ich gebe schönere und ich kenne sogar auch einen schöneren Bus. Bin sogar selber mitgefahren. Und fahren her tut das Ding hier echt wie ein Auto. Mit einem Finger lässt sich sogar steuern hier, ne. Ich finde es schön, dass hier ein bisschen Änderung an den Tesla ist, mit dieser Gangwellhebel, mit BNDR, mit diesem Schaltwippe und nicht so einem komischen Knauf hier in der Mitte. Finde ich ganz nett gemacht, ja. Aber ansonsten bin ich dann doch froh, wenn ich hier nicht unbedingt jeden Tag fahren muss.
das sollte an der Stelle gewesen sein. Wenn da Fragen sind, ich habe nochmal Bilder auf Instagram hochgepostet, werden auf stehende. Ansonsten danke für das Zusehen. Mehr kann ich über den kleinen Ding jetzt eigentlich nicht sagen, außer einfach alles mal abgefilmt zu haben und einen eigenen Eindruck gemacht zu haben. Gut, dann tschüss.